Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wetter 1974. Wir sind wieder bei 30 Days PSP Challenge und es geht weiter. Ich glaube, es kommt so ein gesprochenes Intro. Ach ne, jetzt muss ich Deutsch sagen. Machen wir jetzt mal eben. Jetzt wird gelabert. Vor langer Zeit gab es ein Königreich namens Galloway. Ein Land, in dem die Menschen glücklich, Krieg ein Fremdwort und alle Kinder stets höflich und hilfsbereit waren. Und das nicht nur dann, wenn sie Schokolade wollten. Regiert wurde dieses Reich von König Peregrin, einem weisen, gerechten und insgesamt recht anständigen Kerl. Er mochte Philosophie, Literatur und Bilder von Kätzchen mit Hüten und war ein sehr aufgeklärter Herrscher. Doch gab es in seinem Gefolge einen genialen, aber skrupellosen Hofzauberer namens Sarok. Statt sich Horoskopen und Luftballontierfiguren zu widmen, wofür er eigentlich engagiert war, beschäftigte Sarok sich mit fürchterlichen Experimenten an den Körpern Toter. Doch die Menschen sind oft recht empfindlich, wenn es um ihre lieben Verstorbenen geht. Und als der König dahinter kam, verwies er den Zauberer des Landes. Schäumend vor Wut zog Sarok sich in die Wildnis zurück und arbeitete weiter an der Perfektionierung seiner Experimente und seines diabolischen Lachens. Schließlich brach er mit einer Armee von Dämonen auf, um Galloway unter seine böse Herrschaft zu bringen. Der Hauptmann der königlichen Garde, Sir Daniel Fortescue, führte die Miliz in die Schlacht gegen diese unrühmliche Bande. Heute noch singt man Loblieder darüber, wie er an vorderster Front mitten in die verfluchte Menge hineindonnerte, die Eindringlinge niedermähte wie eine Sense das Korn und sich dann, trotz tödlicher Verwundung, den bösen Zauberer selbst zur Brust nahm und vernichtete. Mag sein, dass diese Lieder keine sehr eingängigen Refrains haben, aber damals lag den Leuten nicht viel an Charterfolgen. Und so ging Daniel Fortescue in die Geschichte ein, als Held von Galloway. Und das Land genoss Frieden, Harmonie und Qualitätsweine zu vernünftigen Preisen. Die Ruhe dauerte 100 Jahre, doch dann kehrte der Zauberer zurück. Da ist er. Schönes Ding. Ist ja jetzt auch nochmal remaked worden für die PS4. Und ich mag das Game. Und ihr seht, die PSP-Fassung ist richtig gut geworden. Die ist richtig cool. Also falls ihr... Ich möchte gerne ein neues Spiel. Spiel, lässt du mich wohl neu machen? Sonst schreibt wieder irgendeiner bei YouTube, ich schreck das Video! Und ganz ehrlich, ich möchte das nicht lesen. Gut, ich muss es lesen, weil dafür habe ich eine eigene Rubrik, aber... So, neues Spiel. Neues Spiel, neues Glück hier auf dem Friedhof! Wo die Toten so sind wie meine Witze! Löchrig, meine ich. So, noch ein Intro. Nein, es ist kein Hideo Kojima Game. Nein. Aha, gefunden. Falls ihr euch das fragt, das ist nicht der Gute.
jetzt geht's los. Lied. Dans Gruft, der Ort, wenn man einen toten Dan sucht. Hey du, Fortescue! Endlich! Komm, steh auf! Wir haben zu tun! Hey, hey! Langsam, mein Freund! In meiner Kultur sind wir höflich zu Gästen. Besonders, wenn sie 100 Jahre bleiben. Hm. Wer ich bin? Mein Freund! Fühle dich geehrt! Meist stecken Leichen und Schädel bloß voll Würmer. Du aber hast mich, Al-Salah, glorreicher Geist des Sultans, Prinz Rasim des Unanständigen, edler Beschützer der... Du zweifelst? Ich sehe es hier an. Doch es ist wahr. Normalerweise findet man uns Geister in Lampen. Echt übel und so ölig. Aber ich sag's dir, noch schlimmer ist es, wenn ein böser Zauberer dich reinlegt und im Schädel eines feigen Ritters einsperrt. Oh, was für ein Gestank! Schlimmer als die Unterhose eines Sarazenen! Willst du sagen, ich lüge? Bei uns bekämst du dafür 50 Hiebe mit der Katze. Und bei unserer Katzenallergie ist das echt schlimm. Aber gut, wenn du zu beschäftigt mit dem Todsein bist, dann sehen wir doch einfach gemütlich zu, wie Sarok Galomir erneut zerstört. Oh, Sarok sagt dir wenigstens was. Ja, dieser Irre ist zurück aus dem Exil. Er hat die schwarze Magie gemeistert, die Toten auferweckt und gute Männer in böse verwandelt. Er verdirbt dieses Land schneller als ein Heizstrahler ein Fass Jackkäse. Wieso du wieder am Leben bist? Seine Magie? Oder vielleicht das Schicksal, das dir die Chance gibt, deinen feigen Tod wieder gut zu machen? Ja, ja, ich war da an diesem Tag. Ich sah, wie du zurückbliebst, dir angeblich die Stiefel bandest und dich der erste verirrte Pfeil traf. Ah, glaube nie eigenen Fans. Du bist bloß ein Riesenfeigling, der als Held begraben wurde und im Kopf immer noch den armen Geist hat. Komm schon, tief drin bist du doch ein harter Kerl. Das reicht für den Anfang. Ich führe dich. Wir besiegen ihn diesmal endgültig. Er ließ dich töten und verhexte mich. Zermalmen wir diese miese Made. Befreie mich und ich mache dich zum Helden. Hm? Sieh mal an. Er ist zurück. Der alte Sir Daniel Fortescue. Held von Galomir. Den gleich der erste Pfeil Auge und Leben kostete und den die Nebel der Zeit zum Helden machten. Was eine gute PR alles bewirkt. Nun gibt ihm das Schicksal eine zweite Chance, seine schändliche Vergangenheit wieder gut zu machen, Sarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Aber darauf würde ich nicht wetten. Oh, egal. Ich habe viele steinerne Verwandte in Galomir. Man kann uns erwecken mit einem sanften Schubs. Und keinem Kuss. Bitte, lass bloß die Küsserei bleiben. Gefühlsduselei liegt uns nicht. So, dürfen wir jetzt mal was machen? Genau. So, aber es sieht, das kann ich euch sagen, die PSP-Fassung ist definitiv besser als es, glaube PS1, glaube ich, war es original, ne? Und das sieht so viel besser aus. So, führt er mich hin, wo ich hin will? Das ist immer noch, muss ich jetzt irgendein Tutorial wieder machen, dass ich so wahnsinnig Bock habe. Oh, ein Übungsraum, was? Nette Einrichtung. Ja, 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 komm. Ist gut, ich will aber schon weiter. Ich finde, meine Scherung passt nicht zu dir. Springen kannst du auch, soweit ich weiß. Ah, da ist Sprung. Das ist ein Runenschlüssel dann. Steck ihn in die Runentorklaue und Sesam öffnen. Ja, 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 ja. Ich bin der Erste, der im Tutorial schon stirbt. Ja, 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 komm.
Kann ich denn schon mal... Ich kann doch mit Sicherheit hier... Oder muss ich wieder mit 10.000 Leuten labern? Ich will doch einfach nur weiter. Ja, das interessiert mich nicht. Genau. Nein! Interessiert mich nicht. Lesen verblödet nur. Das sagen diese berühmten Leute auf YouTube. Und die lügen ja nicht. Warum falle ich da eigentlich nochmal rein? Weil ich einer der ganz Schlauen bin, ne? Ich würde euch noch gerne ein bisschen was vom Level zeigen. Mein Nachbar fängt übrigens gerade wieder an zu hämmern, übrigens. Das ist ganz interessant. Falls ihr das gerade hört, das ist nicht das Game. Ich suche den Level, liebe Freunde. So. Das sollte besser sein. Ah, eine schöne Karte. Aber das Game ist gar nicht schlecht. Also wirklich nicht. In meinen Garten kommen keine Gräber. Verdirbt die Atmosphäre. Weil vor allem für eine PSP-Fassung ist das... Dass Saro ganz in der Nähe ist. Er labert noch. Vielleicht am Friedhofshügel, auf der anderen Seite dieses Friedhofs. Also wie ihr es sich vorstellen könnt, das hat so ein bisschen was von Hack und Slay. Besseres Schwert. Dein ist so nützlich wie Bastkörbchen. Willkommen zurück in Galomir, Daniel. Die Toten haben sich erhoben und tanzen mit den leblosen Lebenden. Hab Mut. Die sind wahrlich seltsame und furchtbare Zeiten. Bla bla bla. Brabbel, brabbel, brabbel. Und jetzt hau ab. Du behinderst meine Sicht. Muss ich denn wieder zusammensuchen? Ich wundere mich, dass noch keine Feinde da sind. Es kann sich also nur wieder um was ganz Spannendes handeln. Ah, ein schönes, glänzendes Schwert. Testen wir es. Ah, jetzt haben wir auch Feinde. Ja, also. Geh weg. Hau ab. Nee, komm. Gib auf! Zombie-Schnitzeln, da ist doch was, was wir brauchen. Oh, klasse, Matrose! Ja. Nicht ins Wasser springen. Moment. Ich bin gleich da. So. So. Da ist doch die Ruhe. Er hat's mit Wasser, der Held. Ja, bleib gesund. Hopp. So, mal schon die nächste Rune. Damit können wir den nächsten Teilbereich dann noch öffnen. Und so funktioniert das eigentlich die ganze Zeit. So tot!
Dan, 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 komm ins Boot. Du weißt doch, wie es geht. Oh, Menno. So, das reicht als kleinen Einblick. Also das Ding ist wirklich gut. Der Friedhof. In meinen Garten hat auch, keine Gräber. Ich sag mal, einen sehr eigenwilligen Humor, wie man, glaube ich, merkt. Und das macht den Reiz auch aus. Es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Vor allem die PSP-Fassung ist ein Spitzen-Remake. Das hat man ja auch nicht so häufig. Ich bin euer Mr. Venom1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir gucken mal, was es als nächstes gibt.